Genau, die KI macht das meistens so, dass sie, da muss ich mal hingehen, dass sie einfach die Einheitsstärke oder die Armeestärke, also von HP und was weiß ich, miteinander vergleicht und dann rechnet sie das so ein bisschen aus. Also ich weiß nicht genau, wie es funktioniert. Aber so stelle ich mir vor, dass es sein könnte. Genau. Naja, gut. Wo ist mein. Da ist meiner. Er geht mal hier hin. Der steht halt ja jetzt gerade ziemlich nervig da. Und das ist auch eine sehr nervige Einheitenkonstellation. Zwei Runden noch. Ja, zwei Runden lang lasse ich ihn noch in Ruhe. Und dann geht die Armee nach oben und dann erkläre ich ihnen den Krieg. Das ist mal ein Plan. Denke ich mal. Jo, Frieden verhandelt. Karthago und Rom haben Frieden. Krass. So, bla bla blub. Ach, wunderbar. Hier sind jetzt. Hier sind jetzt neue Agenten aufgetaucht und ich kann jetzt einen zweiten Agenten aufbauen. Das ist gut. Dann mache ich die da, weil die feindlichen Agenten ausweichen kann. Das ist ganz gut. So, Klient verloren, bla blub. Ah, nee. Da habe ich ihn mal verloren. Nein. Okay. Aber sonst ist alles in Ordnung. Gut, ich muss halt nur kurz warten, bis eben meine Armee vollständig ist. Und dann passt es. Unser Kampf wird böse enden und niemandem große Ehre bescheren. Meine Ahnen. Tja. Ah, das hält jetzt jemand so früh? Nein, die 501. Oh nein. Mein König ist gestorben. Ist hier blöd. Basileus. Nee, der ist nicht tot. Wer ist das? Warte, der 57. Die ist ja 57, ich weiß nicht, 57, kann der noch Kinder bekommen? Keine Ahnung. Schauen wir mal. So, dann schicken wir dich mal hoch und erklären den kleinen Dude hier drüben den Krieg. Es bringt mir nichts, den Tag mit euch zu vergeuden. Eure Rede sollte mir lieber gefallen. Ja, okay. Was? Was? Wie könnt ihr euch wagen, so mit mir zu reden? Aha. Ich hab dir nichts getan, außer geplündert und gebrannt, Schatz. Also, der hat so viele Fernkämpfer, das ist krass. Aber das ist ganz praktisch, dass die in der Stadt sind. Das ist sehr praktisch. Da kann ich sie umrunden. Ja, natürlich starten wir. So, ich gehe mit meiner Laterne. Ist bald wieder soweit, ne? Ich habe sogar die Fernkämpfer. Okay, er hat keine Chance. Dahin, weil da sind ja auch ein paar. Ihr geht ja doch, blicken wir bitte an.
Ihr dürft schon schießen. Na los. Ja, eben, schießt. Ich gehe einfach mal hier hin, aber langsam. Und hier mache ich zu. Warte, ich gehe hier auch runter. Was macht er hier? Sehr komisch. Er macht da zum Beispiel gerade das, was ich euch vorhin gesagt habe. Ein oder zwei vorschicken und die anderen können schießen. Aber hier lohnt es sich halt überhaupt nicht. Also, ja. Da lohnt es sich halt überhaupt nicht. Unser General wird angegriffen. Ach hier. Sparta! Zu euren Diensten! Die Krieger wollen Blut! So, dann geht ihr mal hier rein. Der kümmert sich um den. Schön. Dann gehe ich mal auf Bränderschuss. So. Gut, gut, gut. Wir erwarten eure Befehle. Kampfbereit! Aber dadurch, dass er hier die ganze Zeit in den Rücken schießen kann, macht er halt schon gut viel Schaden. Das stimmt. Seid ihr mal fertig? Das sind nur ein paar Klänkler. Junge, Junge, Junge. Gut, ich mache hier mal zu. Okay, dann mache ich mal normal. Mach das mal schneller. Die Männer wanken. Weil die hier so verstopft wurden. Ah, ich hätte es anders machen sollen. Naja, gut. Die Schlacht wendet sich zu unserem Gunst. Na, aber schlecht. Dieses Mal könnte ich sogar welche verlieren. Den verliere ich zum Beispiel. Den verliere ich auch. Hallo? Ja, was geht denn hier ab? Ignoriert einfach den General. Unsere Männer fliehen vor der Schlacht. Das ist ein schändlicher Angriff. Das ist halt ja schon krass, dass die, also der ist eigentlich tot. Aber der ist halt immer noch dabei, ne?
Ist halt richtig krass. So, ich hätte auf jeden Fall das anders machen müssen. Also die vielen hätte ich hier reinschicken sollen und die drei oder so hätte ich auf die andere Seite schicken sollen. Naja, okay. Ja. Das war alles nicht so rosig. Oh, aber jetzt können wir. Das war ein blöder Kampf. 150 und 160. Das waren wahrscheinlich die in den Rücken von den Einheiten geschossen haben. Tja. Das war teuer. Wow. Ich habe 4 Einheiten verloren. Und auch den Rang 8er. Boah. Oh, ich bin so doof. Ich wollte eigentlich plündern. Verdammt. Na gut. Das war zu teuer. Nee. Das überzeugt mich nicht. Das war es nicht wert. So. Was geht mit dir? Willst du hier ein bisschen mal Fehlleitung und so weiter machen? Ja, ist in Ordnung. So. Die 501. hat was bekommen, beziehungsweise er. Er bekommt natürlich wieder den General. Kulturelle Konvertierung bekommt er und er bekommt bitteschön eine Ehefrau. So, und eine Ehefrau. Hast du eine gute? Oh, reiche Ehefrau, das ist gut. Wohlstand aus allen Quellen, das ist sehr gut. Warte mal. Wie heißt die? Steht nicht da. Intelligenter Ehemann und opportunistischer Ehemann. Ja, naja. Das passt schon. Gut. Nächste Runde. Das war echt blöd. Also, ich wusste, dass ich 2 verliere. Aber, dass ich jetzt vor allem den einen goldenen. Ja. Das war doof. So, was mache ich hier? Wie mache ich das da? Was mache ich mit dir? Mit dir komme ich jetzt mal in der Armee entgegen, beziehungsweise folge ihr. Mach hier eine Armee-Sabotage. Wir haben immer noch super viel Geld. Das ist echt interessant. Schon wieder verwundet, das ist unpraktisch. Wie geht's dir eigentlich? Die 3000, euch geht's ganz gut. Wenn ich hier rausgehe, minus 2, aber das ist in Ordnung. Minus 2 ist in Ordnung. Nein. Weil minus 2, minus 4, das ist nicht in Ordnung. Wobei, wenn ich mit der fertig bin. Warte, dann stelle ich hier mal einen Würdenträger hin. Öffentliche Ordnung, der sieht schon ganz gut aus. Der ist für eine Armee und der ist. Ja, nee. Dann mache ich den hier. Dann haben wir nur noch minus 2. Und der pusht dann die öffentliche Ordnung.
Was mache ich mit dir? Du musst dich erstmal erholen, würde ich sagen. Also 2. Warte, 2-2? Nee. 1-3. Also eine Pikiniers-Einheit und 3 Hopliten-Einheiten. Ui. Gut. Irgendwie kriegst du das Ganze trotz der Challenge ganz gut hin. Ja, also mit Sparta halt. Mit anderen hätte ich, glaube ich, mehr Probleme oder könnte sein. Ja, die Sonne scheint rein. Aber Spartaner haben halt extrem gute Einheiten. Wir kommen mit Ja, also, ja. Das war daneben. Du hast einen alten Mann dann nicht getroffen, du Noob. So, Militärsabotage. Natürlich wurde das erfolgreich gemacht. Wie sieht's denn? Oh, das sieht ja. Hä? Oh. Der hat eine. Ah, hier. Gut, da muss ich schauen, dass ich das frühzeitig. Und deswegen ist Nachtangriff extrem krass. Warum ist das so? Das ist so, weil in der Nacht kommt die Verstärkung nicht. In der Nacht schläft die Verstärkung. Wenn es Tag ist, kommt die Verstärkung auch mit. Deswegen. Das ist ganz praktisch. Gut, ich würde sagen, bevor wir das machen, gehe ich aber noch kurz aufs Klo. Warte mal. Und wir sehen uns gleich wieder. Ah, ich mache jetzt den Pause-Screen mal nicht, weil ich bin ja gleich wieder da. Gut, bis gleich. So. Gut. War lustig, als in meiner Kampagne in Marzilla gegen 5 spanische Fraktionen verteidigen musste. Ja. Das ist auf jeden Fall aufwendig. Gut. So, wie gesagt, ich mach's trotzdem so, dass die Armee helfen muss. Wie sieht die eigentlich aus? Hier in der Stadt habe ich auf jeden Fall höhere Chancen, die komplette auch noch da zu machen. Klar sind dann meine Verluste größer, aber ja, ich bekomme ihn halt auch noch mit. Das ist gerade ziemlich überraschend, dass er die ganze Zeit trocken ist. So. Ach, die Stadt ist es. Gut. Wir erwarten eure Befehle. Okay, also hier gehe ich auf jeden Fall durch. Mit denen gehe ich hier durch. Und die kommen auch mal hier hin. Ich will mich auch nicht so krass ausbreiten, falls der irgendwo in der Nähe ist. Das hat mich auf einmal eben 2 von meinen 8 Armeen gekostet. Ja, 2 von 8 Armeen ist gar nicht so viel, ehrlich gesagt. Also, wenn du 8 Armeen hast insgesamt, oder dann nur noch 6, das ist gar nicht so schlecht. Also, es tut zwar weh, vor allen Dingen, wenn es Armeen sind, die extrem, die schon extrem weit waren, also die schon super geskillt waren, keine Ahnung, wie die goldenen gerade, die ich auf der anderen Seite, das ist gut. Wie die goldenen gerade, die ich verloren habe, dann tut es halt extrem weh. Aber wenn man halt noch andere Armeen hat, dann das ist in Ordnung, dann finde ich.
Ihr geht mal langsam. Ihr geht mal schneller. Ihr geht mal dahin, wobei nicht alle. Ihr geht mal. Ach so, hier kann ich gar nicht durch. Oh. Unser General wird angegriffen. Ach so, da muss ich ja hier durch. Ja, okay, ich verstehe. Und dann kommt ihr alle hier hoch. Weil dann kommen ja die von oben hier runter. Okay. Alles klärchen. Unsere versteckten Einheiten wurden entdeckt. Ich würde sagen. Ach, doch, das habe ich schon gefragt. Ihr habt nur. Oder Rector, du hast nur nicht geantwortet, glaube ich. Ob du Total War Arena kennst. Weil das war ja so eine Zusammenarbeit von Creative Assembly, also von Total War und von den Machern von World of Tanks, World of Warships und so. Und das wurde ja abgesetzt. Okay, in der einen war mein bester. Ja, okay. Das tut dann echt weh. So, als Römer, wenn dann der Diktator drin ist, das ist halt dann. Keine Ahnung, was das ist. Ja, das ist quasi. Ja, das ist quasi wie Total War. Also wie so eine Schlacht. Nur du hast drei Einheiten. Also das heißt, du kannst so dreimal Zenturie nehmen oder zwei Zenturie und einmal Fernkämpfer, so zum Beispiel. Und es spielen immer 10 Leute zusammen. Also es sind 10 gegen 10 Matches. Unsere versteckten Einheiten und ja, es ist eigentlich ziemlich cool. Ich werde es mal. Das, oh, wieso gehen die so weit vor? Ich werde es mal nächsten Montag, das ist ja jetzt der neue Strategietag, da werde ich es mal spielen. Da kannst du es dir mal anschauen. Und das Interessante war, das wurde ja. Wir haben die versteckten feindlichen Einheiten entdeckt. Warte, ich rede dann auf der Strategiekarte weiter. Ja. Hier muss ich mich gerade konzentrieren und da kommen nur so Bruchstücke raus. Deswegen. Genau. Aber also kurz, es wurde abgeschafft und es ist jetzt. Warte mal. Wo kommt die jetzt gerade her? Okay, gut. Jetzt muss ich ein bisschen umstrukturieren. Okay, vielleicht ist das schon die neue Armee. Das wäre natürlich unpraktisch für mich. Das wäre sehr unpraktisch, vor allem wenn die von hier käme. Aber momentan sieht es eher nach einer kleinen Armee aus. Oh ne, also eine Armee, ist es ja nicht, das ist nur eine Einheit. Okay, hier kommen die feindliche Kavallerie schon mal. Von der neuen Armee, also von der Full-Stack-Armee. Okay. Dann muss ich hier mal Pressure machen. Pressures! Entschuldigung. So. Okay, das war schon mal wichtig. Ihr geht weiter. Ihr geht darauf.
Du gehst mal mit, weil der da ist ziemlich uninteressant. Da kann ich eigentlich hier zwei... Ich nehme mal drei mit. Zwei gegen einen sollte reichen. So, dein Gegner fragt nur... Was? Deine Gegner fragen auch nur so, hat der keine Kraft? Achso. Ja, frage ich mich auch die ganze Zeit. Warum habe ich keine Kraft? Meine, das ist total lustig, weil ich mache gerade auch die Kavallerie-Challenge, beziehungsweise die Tier-Challenge. Also, wo ich nur Kavallerie hab. Oder halt, ja. Und du weißt schon. Und das ist super strange, das so umzustellen. Ich glaube, ich warte noch ein bisschen, bis ich... Also, ich lade das jetzt noch nicht hoch. Sondern das mache ich dann, wenn ich so mindestens vier Let's Plays habe davon. Oder also vier Folgen. So, wie geht's euch? Eigentlich ganz gut im Mordtab. So, ihr macht mal den jetzt fertig. Du gehst mal da hin. Okay, die fokussieren zum Glück gerade nur die... denjenigen, der gerade noch am meisten Einheiten hat. Okay. Jetzt geht der mal da raus. So. Könnt ihr darauf schießen? Ich hoffe. Ah, der hält den die ganze Zeit so auf. Das ist echt nervig. So. Gut, das ist auf jeden Fall wichtig, dass die Fernkämpfer weggenutzt werden. Aber ganz ehrlich, mit Kavallerie wäre das so einfach. Das ist ja so einfach. Naja, aber ich muss ja auch gleich zwei Challenges auf einmal machen, ne? Ist ja selber schuld. Hätte ja auch die Tier-Challenge von Anos machen können. Eine unserer Einheiten hat ihre gesamte Munition verbraucht. Das ist sehr schlecht. Das ist mega, mega schlecht. Okay, wir brauchen hier jetzt definitiv Hilfe. Du bitte zurück, du angreifen, du gehst mal aus dem Weg raus. Du gehst auch hier hin, hier ist alles in Ordnung. Ja. Seid ihr immer noch nicht fertig? Junge, mach den mal platt, das ist nur eine Einheit. Wir gehen mal ein bisschen zurück. Weil da sind die Seiten auch drin geschützt. Du gehst auch weg. Okay, das sind die Schleuder. Bitte komplett auslöschen. Okay, wir tauschen mal Platz. Oh. Reagiere, bitte. Reagiere. Mach mal doppelt. Dankeschön. So, und jetzt kannst du da rein.
Sehr schön. So will ich das. Habe ich dich nicht rausgeschickt? Doch, eigentlich schon. Ja, dann macht mal. So, bitte wanken und bitte fliehen. Danke. So, die haben jetzt natürlich ein bisschen von der eine unserer Einheiten hat ihre von der Moral eingeboost. Aber hier haben sie auf jeden Fall mehr Chancen, als wenn sie umrundet werden. General, mach mal Dampf. Und die machen eigentlich schon ganz gut Dampf. So, die gehen jetzt mal hier mit den. So, seid ihr jetzt. Was ist das eigentlich für eine Einheit? Ah, die Eidgeschworenen. Ach, und ihr steht ja super dumm da. Kein Wunder, dass die euch platt machen. Wir haben auch Kopfgeld gerade angemacht. Wie dumm kann man denn da hin? Ey, das war ja mega dumm. Oh, jetzt bitte. Und was macht ihr gerade? Ihr geht dahin, um den anzugreifen. Das ist eine gute Taktik. Eine gute Taktik. So, ja. Wir haben immer so Platzprobleme, die Guten. Ihr geht mal dahin. Ihr geht mal dahin. Habe ich euch nicht dahin geschickt? Ah. Wir wären im Team echt gut. Ich bin König. Bitte missachte mein Alter dabei. Und Tobi, der General. Für Sarah finden wir auch noch was. Wieso bist du der König? Du sagst quasi wohin, oder was? So. Okay, seid ihr? Ciao. Einmal richtig hingestellt und die waren sofort weg. Okay, ihr geht jetzt mal dahin, wobei einer von euch ist schon rot, aber egal. Den Rücken angreifen ist manchmal echt sehr viel sinnvoller. Ach wow. Wunderbar. So, das haben wir dann auch geschafft. So, der hat auch keine Munition mehr. Das ist wunderbar. Bitte beeilt euch. So, du motivierst mal irgendjemand. Den da unten, aber den, da kommst du gerade nicht hin. Schade. Dann motivierst du halt. Achso, kommst du da hin? Hat er dich? Ja, krass. Das hat mich jetzt überrascht. Okay, dann gehen wir mal so hin. Ihr schießt da rein. Du gehst da hin. Nein. Was macht ihr denn für einen Schmarrn? Sarah wird Sklaven treiben. Ja, das klingt derbe nach Sarah. Mhm. Das können wir so machen. Da blüht sie auf. Okay, meine ganzen Fernkämpfer haben auch keine Munition mehr. So.
Gut. War auf jeden Fall eine anstrengende kleine Schlacht hier. Ah, oh, sehr schön. Ja, ihr könntet jetzt mal auch wanken, ne? Ein bisschen weiterfarmen. Ja, wobei, da bekommen wir nichts mehr. Gut, naja. 3000 gegen 3800. Wir haben 1300, 1400 verloren. Also fast die Hälfte. Ja, war nicht so erfolgreich jetzt.